So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Good Old TKKG 2, tödliche Schokolade. Ich habe selbst gerade einen Riegel Kinderschokolade gegessen. Ich liebe Kinderschokolade. Apropos Schokoriegel, fällt mir gerade ein, können wir direkt natürlich zum Kiosk gehen. Da haben wir letztes Mal nämlich bei Katjas Geheimnis für Klößchen einfach mal umsonst einen Riegel gekriegt. Das ist geil. So, mal gucken, wie es den Eltern jetzt geht nach Katjas Heimkehr quasi. I'm coming home, tell the world, Katja's home. Guten Tag, Herr Peper. Guten Tag, Tim, wie geht's? Gut. Danke, gut. Sonst noch was Cooles hier? Aha. Die Wild Girls in Konzert. Wir freuen uns total, dass so viele Fans uns hören wollen, lacht Sally, 17. Als wir die Wild Girls letzten Sonntag, kurz vor Beginn des ersten Konzerts ihrer Tour, trafen. Als bekannt wurde, dass die Girl Group live zu sehen sein wird, stürmten die Fans die Vorverkaufsstellen. Die Tickets waren innerhalb von 4 Tagen ausverkauft. Wow, damit hätte ich selbst nicht gerechnet. It's fantastic, sagte Roger, der Manager der Gruppe und Freund von Sally. Und wir lesen mal ganz kurz das hier vor, Blitzinterview mit Sally. Hello! Was sagst du dazu, dass eure Tour so ein großer Erfolg ist, Sally? Ich freue mich total. Unsere zweite Platte Wild Again ist ja sofort an der Spitze der Charts geklettert. Die Fans mögen unsere Musik einfach. Komm, Tom, ist mein bisher persönlichstes Stück. Es ist schon mehr als ein Jahr alt. Ich habe es geschrieben, um die Trennung von einem damaligen Freund zu verarbeiten. Ja, und wir kennen ihn alle. Unser Dünn. Ehrlich gesagt bin ich ja froh, wenn das Wild Girls Konzert endlich vorbei ist. Katja redet von nichts anderem mehr. Ach, ich kann Katja verstehen. Ich finde die Wild Girls auch toll. Wissen Sie, ob es noch Karten für das Wild Girls Konzert gibt? Ey, wie sie alle auf diese Band abfahren. Wie läuft denn das Geschäft so? Ach, es geht so. Ich weiß ja nicht, ob du davon gehört hast. Der alte Sauerlich wird erpresst. Nein. Man musste schon eine ganze Auslieferung Schokolade wieder vom Markt nehmen. Weil die mit Schlafmittel versetzt war. Ja, eine schlimme Sache, ich weiß. Wir TKKGler haben uns dem Fall auch schon angenommen. Na, hoffentlich habt ihr Erfolg. Hallo? Klar haben wir Erfolg, wir haben deine Tochter wiedergefunden. So, mit Karl gehen wir da jetzt hin. Schön. Hallo, Herr Peper. Tag, Karl. Tag, ich krieg jetzt nicht wieder alles an, das ist mir zu doof. Wie geht es denn Katja? Haben Sie das neue Pop-Shock mit dem Special über die Wild Girls? Oh, ne, hör auf! Wie geht es? Katja geht's prima. Die Entscheidung, die Klasse zu wiederholen, war goldrichtig. Mathe ist jetzt kein Problem mehr und sie geht nicht mehr so ungern zur Schule. Das ist doch schön. So, krieg ich wieder Schokoriegel gratis, wenn ich Glück hab. Tag, Herr Peper. Hallo, Willi. Haben Sie schon die neue Hello? Da soll ein Bericht über die Wild Girls drin sein. Ist Ihre Nichte Cindy nicht auch bei den Wild Girls? Ja, leider. Eigentlich heißt sie ja Erika, jetzt nennt sie sich Cindy. Naja, sie wird immer übergeschnappter. Meine Schwester, ihre arme Mutter, weiß gar nicht mehr, was sie tun soll. Für Cindy dreht sich die Welt nur noch um Klamotten, Autos und Partys. Ja, ist doch normal, oder was? Aber um Autos als Frau? Also, Leute, seid mal ein bisschen vorsichtig hier. Hallo, Herr Peper. Tag, Gabi. Hallo. Wie geht's, Katja? Seit sie nicht mehr zum Jazz-Tanz kommt, sehen wir uns leider nur selten. Und wieso kommt sie da denn nicht mehr hin? Brauchen Sie vielleicht eine Aushilfe? Ich suche einen Job für den Sommer. Ach, es geht ihr ganz gut. Ich bekomme sie aber auch nicht oft zu sehen. Sie ist ja die ganze Zeit auf dem Golfplatz. Da arbeitet sie momentan als Caddy. Ach. Der Job ist genau das Richtige für sie. Immer draußen an der Luft, viele Leute. Na, du kennst sie ja. So, und am Ende sitzt sie wieder heulend im Bootshaus, Kinder. So, jetzt haben wir alles einmal erkundet. Und das, jetzt geht's richtig los. Denn jetzt weiß ich noch, was ich tun wollte. Denn Tim ist der Einzige, der das Ding hier aufkriegt. Mir macht sich das jahrelange Training mal wieder bezahlt. Und wir haben doch dieses Stück Papier und das sieht genauso aus wie das hier. Na, sieh mal einer an.
Dürfen wir jetzt puzzeln? Oh, cool. Ups. Ich kann das nicht. So. Jetzt wird was. Jetzt wird ein Schuh draus, Kinder. So. Somnu dorm. Wenn mich meine Lateinkenntnisse nicht völlig täuschen, hat das was mit Schlafen und Träumen zu tun. Interessant. Ja, ist doch klar. So, und ab geht die Post. Wir gehen dann mal kurz hier rein, wenn wir schon mal hier sind. Warum ist denn hier keiner? Ich muss mal Klößchen fragen, was mit Frau Möller ist. Hallo Tim, setz dich. Nee, ich bleib stehen. So. Herr Sauerlich, was meinen Sie? Ob Toni Blender etwas mit der Erpressungssache zu tun haben könnte? Wie genau kennen Sie Ihre Angestellten? So gut oder schlecht, wie alle Chefs ihre Mitarbeiter kennen. Ich interessiere mich nicht sehr für Lebensläufe oder Zeugnisse. Wichtig ist doch der Charakter eines Menschen. Und die meisten arbeiten hier schon seit Jahrzehnten. Sie genießen sowieso mein absolutes Vertrauen. Das ist doch schön. Genau, jetzt haben wir ja dieses Zeugs hier. Und ab geht es nochmal zum Apotheker. Vielleicht können wir ihn nach diesem Zeug fragen. Aber wir können es auf die Waage stellen, merke ich. Kann ich mich mal wiegen? Selbstverständlich, dazu ist die Waage ja da. Allerdings kannst du 1 bis 2 Kilo abziehen. Die Kleidung wiegt schließlich auch was. Und außerdem wiegt man abends immer mehr als morgens. Jetzt weiß ich immer noch nicht, wie schwer ich bin. So. Diese Schachtel haben wir in der Schokoladenfabrik gefunden. Ah, Somnu dorm. Ein Schlafmittel. N1. Das bedeutet, es handelt sich hier um eine Klinikpackung. Das sind Packungen, die nur an Krankenhäuser geliefert werden. Und hier ist auch der Klinikstempel. Ah, und jetzt? Was machen wir jetzt? Kann ich mit Karl zu Karl? Nein. Ach, wir versuchen nochmal reinzugehen. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Hallo, Willi. Ich habe Hunger, Bertha. Ist jemand zu Hause? So, bin ich letztes Mal auch reingekommen. Tut mir leid, Willi. Deine Eltern sind nicht da. Naja, auch gut. Ich komme trotzdem mal rein. So. Aha. Los jetzt aber schnell, Willi Sauerlich. Dein Vater kann jeden Augenblick zurückkommen. Die ersten beiden kennen wir schon. Bei Sauerlich. Guten Tag. Ich würde gern Frau Bertha Petersen sprechen. Ja, am Apparat. Guten Tag, Frau Petersen. Hier spricht Anton Blender. Wir haben uns beim Sommerfest in der Villa Sauerlich kennengelernt. Sie erinnern sich? Ja, natürlich. Sie sind der nette Herr mit dem lustigen Bart. Ich würde Sie gerne einmal wiedersehen. Was halten Sie von einem kleinen Spaziergang? Sehr gerne, aber bitte entschuldigen Sie, mir brennt gleich die Suppe an. Rufen Sie mich morgen nochmal an, ja? Sehr gerne. Auf Wiederhören und gutes Gelingen. Dankeschön. Auf Wiederhören. Aha. Aha. Da geht also was. Bei Sauerlich. Was ist das bloß für ein Geräusch im Hintergrund? Sauerlich, halten Sie die 100.000 in kleinen Scheinen bereit. Die Geldübergabe erfolgt übermorgen. Haben Sie mich verstanden? Ja, ich mache alles, was Sie verlangen. Wo soll die Übergabe stattfinden? Ich melde mich wieder. Und Leute, ich weiß, wonach das klingt. Nach dem Golfplatz. Guten Tag, was können wir für dich tun? Ich möchte mich bei Ihnen gern mal umschauen. Bedauere, Eintritt nur für Mitglieder.
Da muss es doch eine Möglichkeit geben. Brauchen Sie vielleicht eine Aushilfe? Ich suche einen Job für den Sommer. Tut mir leid, Gabi. Wir hätten bestimmt genug Arbeit für dich, aber wir können dich nicht bezahlen. Wir sind ja froh, wenn wir so über die Runden kommen. Aber versuch's doch mal auf dem Golfplatz, wo Katja jetzt arbeitet. Die suchen noch Caddies. Denn dahin? Dahin will ich! Guten Tag. Guten Tag, ich suche einen Job für den Sommer. Ist bei Ihnen noch was frei? Ist Katja da? Die arbeitet bei Ihnen. Na, die wollen bestimmt nur... Guten Tag. Ja, ein oder zwei Caddies brauchen wir noch. Komm rein. Ah. Da. Bist du nicht die Tochter von Kommissar Glockner? Mein Name ist Main. Ich bin der stellvertretende Bürgermeister. Oh. Guten Tag, Herr Main. Mensch. Ich suche Hinweise im Fall Sauerlich. Ist Ihnen hier etwas aufgefallen? Gibt es hier im Golfclub jemanden, der Herrn Sauerlich nicht leiden kann? Den alten Sauerlich? Nein, der ist recht beliebt. Es könnte höchstens sein, dass der eine oder andere neidisch ist. Zum Beispiel dieser geizige Dr. Port. Ha! Der Herr Port. Können wir nicht mit dem Klöselchen jetzt da auch rein? Hallo, was wünschst du? Hoppala. Ich suche einen Ferienjob. Ist noch was frei? So wanzen die sich da jetzt also alle rein. Du hast Glück. Bis morgen laufen die Vorstellungsgespräche. Komm rein. Hi, ich bin Willi Sauerlich. Tag, ich heiße Julia. Ich glaube, ich kenne deinen Vater. Ja, dann mal ran an den Speck. Du bist Caddy. Macht dir das Spaß? Wird das gut bezahlt? Es gibt einen Stundenlohn und von den meisten Spielern bekommt man noch Trinkgeld. Hier muss man sich nur vor Dr. Port hüten. Der zahlt nie. Im Gegenteil, er versucht immer die Caddies anzupumpen. Das ist ja grauenvoll. Ach. Hi, Bertha. Hallo, Willi. Jedes Mal wieder. Ist jemand zu Hause? Tut mir leid, Willi. Deine Eltern sind nicht da. Naja, auch gut. Ich komm trotzdem mal rein. Sauerlich. Sagen Sie Herrn Sauerlich, dass ich mich nochmal melden werde. Das hört sich echt an wie auf einem Golfplatz. Tada! Ich glaube, wir haben es bald. Hallo, was wünschst du? Ich suche einen Ferienjob. Ist noch was frei? Du hast Glück. Bis morgen laufen die Vorstellungsgespräche. Komm rein. Dass die ihn nicht wiedererkennen, ey. Willi Sauerlich. Dr. Max Port. Hallo, Herr Port. Dr. Port? Wieso Doktor? Kennen Sie meine Eltern? Doktor? Dr. Max Port, Facharzt für Innere Medizin an der hiesigen Poliklinik. Ach, da habe ich aber ganz andere Informationen. Sie sind Krankenpfleger. Nein! Das ist ein Missverständnis. Ich war... Kind, das geht dich gar nichts an. Und was ist das? Ach nee, ein Stück von der Somludorm-Packung. Und die Telefonnummer kommt mir doch auch irgendwie bekannt vor. Das ist unsere Nummer. Es passt zu den Schnipseln, die wir in der Fabrik gefunden haben. Herr Port, Sie sind der sauerliche Erpresser. Dieses Stück Pappe überführt Sie. Es... Deine Zähne. Es war doch nur Schlafmittel. Niemandem ist etwas passiert. Ich brauche das Geld. Ist Ihnen eigentlich klar, dass Sie viele Menschen in Angst und Schrecken versetzt haben?
aber es trifft doch keinen Armen. Denk doch nur an das Auto, das dein Vater fährt. Ja, und? Und ich? Ich hab nichts. Doch, Sie haben jetzt ein Problem. Und jetzt wird Kommissar Glockner den Fall übernehmen. Und so geschah es. Willi telefonierte mit dem Kommissar und die Polizei verhaftete Max Port. Dieser war geständig. Ah, schön. Und die von TKKG vorgelegte Indizienkette beseitigte jeden Zweifel. Ja, geil, fertig. Und wieder wurde durch den großen Einsatz von TKKG ein Verbrecher gefasst. Max Port sitzt hinter Gittern und alle können wieder unbesorgt Schokolade essen. Ach, herrlich, wir haben es geschafft. Oder als TKKG in der Villa Sauerlich ihre wohlverdiente Belohnung abholen wollen, erwartet sie Herr Sauerlich mit einer bösen Überraschung. Bertha ist nicht mehr da. Hört euch an, was ich soeben in der Post finde. 100.000 Mark oder es gibt Tote. Weitere Anweisungen folgen. Ah. Oskar, was ist denn? Oskar, bleib hier! Gabi, lass ihn, er will uns etwas zeigen. Oh nein, das ist ja Fred. Nein! Fred, das war bestimmt die Schokolade. Klößchen, warum hast du denn Fred mit Schokolade gefüttert? Aber es war doch nur eine ganz kleine Ecke. Fred liebte Vollmilchnuss. Du bist auch ein Hampelmann. Tim, frag doch mal deinen komischen Apotheker, ob wirklich Gift in der Schokolade ist. Den Mischblender sollten wir uns auch noch mal vornehmen. Vielleicht weiß er ja diesmal mehr. Ja. Gucken, wir gucken ganz kurz eben, ob es neue Orte gibt. Da ist noch eine Burg, so eine kleine. Nein. Nichts Neues, schade. Okay. Und damit haben wir den ersten Teil schon fertig. In drei Parts, alles klar. Ich freue mich auf den zweiten Teil. Wir sehen uns das nächste Mal, wenn es wieder heißt, tödliche Schokolade. Bis dann, ciao.